Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu Skull & Bones und ein weiteres Schiff steht an. Fürs Endgame gedacht, die Bark. Die Bark wurde ja mit Season 1 neu eingeführt und ist letztendlich eigentlich das Heilerschiff schlechthin vom Herrn. Aber ihr könnt das auch wirklich absolut super nutzen, solo gegen fette Festungen. Das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Jedenfalls bin ich da mit meiner Bark sehr zufrieden. Und das Schöne an der Bark ist natürlich auch, dass sie ja halt immer wieder auch den Rumpfzustand wiederherstellt. Das bedeutet also, wenn ihr da mal verreckt seid, ihr kennt das ja, dann hat man immer diesen ja, Balken an Sachen, was ja nicht mehr zu reparieren ist über ein Reparaturkit. Und auch das repariert die Bark selber. Wir gucken mal ganz kurz rein in den Codex. Wie gesagt, das Schiff bekommt ihr automatisch dadurch, dass ihr den Schmugglerpass abschließt, bekommt ihr entweder das Schiff oder was das Rezept gewesen. Ich glaube, das Rezept war es gewesen, um hier die Bark zu bauen. Wo haben wir sie? Da ist sie, die Bark. Aber ansonsten ist sie auch halt ja vom Bauen her nicht so komplex. Ne? Ihr seht das, da ist jetzt nichts Besonderes dabei. Hier wieder das einzige Hohe ist hier der Präzisionsbohrer. Der Rest ist easy peasy. Und dann schauen wir halt auf die Vorteile. Stellt pro Sekunde schweren Schaden um 0,5% und Rumpfzustand um 0,5% her. Und halt eure Verbündeten. Also noch nie wurde man so oft in Party eingeladen wie mit einer Bark, definitiv. Denn wenn ihr, ja sage ich mal, eine Heilausstattung an Bord nehmt, seid ihr natürlich perfekt prädestiniert, allen Leuten um euch herum zu helfen. Und die freuen sich darüber. Echt ein Loch im Bauch. Dann sehen wir natürlich noch Fracht, ne? 70.000 Fracht, 70.000 Fracht ist natürlich fett, ne? Da kriegt man richtig gut was rein. Wenn man also lange auf See unterwegs ist, werdet ihr damit nicht so schnell überladen sein. Ausdauer haben wir hier 100 stehen, Trimgeschwindigkeit 15 Knoten. Natürlich nicht so schnell wie eine Brigantine, dafür aber kleiner und wendiger. Und für günstiges, schnelles, zuverlässiges Silber, Items oder auch Boost für Skull & Bones, checke einfach MMOEXP. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Verwende dort einfach den Code GOODIE und es gibt nochmal zusätzlich obendrauf 6% Rabatt auf alle Bestellungen. Bewaffnung seht ihr hier. Wir haben auch hier Breitseite, Achtern, Zusatz, Bug und die Ausstattungsplätze. Ihr braucht, um das ganze Ding zu bauen, natürlich Sovereign, ne? An Sovereign kommen wir fast gar nicht vorbei, es sei denn, ihr habt viel Glück bei den Halsabschneiderjagden. Denn bei der Halsabschneiderjagd könnt ihr die Sachen, die wir hier verbauen, auch bekommen. Obendrauf werden wir noch bei Skurlock vorbeigehen müssen. Auch da selbiges wie bei der Brigantine. Wir brauchen 1000 goldenen Schädel rum, um die ja, Bewaffnung zu kaufen. Und der Rest ist alles easy peasy, was ich eingebaut habe. Da solltet ihr eigentlich kein Problem haben, das nachzubauen. So, damit lang genug drum herum geredet. Wie gesagt, die Dame hier, die hilft euch auf alle Fälle mit der Rüstung und mit den Kanonen für das Heck. Skurlock hilft euch mit den Kanonen für vorne. Ach ja, und genau, das einzige natürlich, unsere Zamzama haben wir hier mit an Bord und Leopold 3, die sind halt auch, gucken wir nochmal ganz kurz rein in den Codex her, von der Beschaffung her. Die Zamzama 3 wird, glaube ich, von ihr hier verkauft. So, Codex. Halbkanone, die Zamzama ist eine Halbkanone. Hier hinten ist sie, die 3, genau, da brauchen wir den Lindwurmatem. Den Lindwurmatem habe ich euch aber schon gezeigt, wie ihr den farmen könnt. Ansonsten könnt ihr den halt auch für Achterstücke hier im Schwarzmarkt natürlich kaufen. Das ist das eine, was ihr benötigt, die Zamzama 3, wo halt Lindwurmatem dabei ist. Aber wer das Brigantine-Video gesehen hat, der weiß natürlich schon, wo er die Sachen bekommt und sollte, glaube ich, auch so kein weiteres Problem haben. So, gucken wir aufs Schiff drauf. Wie ist die Bark ausgestattet? Punkt 1, auch ganz wichtig, Reparaturkits braucht ihr praktisch gar nicht mehr. Und dieses ja, ständige Kokosnussessen mit der Brigantine hört auch so ein bisschen aus mit der Ausdauer. Das klappt hier auch ein bisschen besser, zumal ich hier noch ein bisschen die Ausdauer gepimpt habe mit Rumfässern. Kommen wir direkt zu Schiff verwalten. Waffen. So, vorne Skurlocks lange Neuner. Wie gesagt, 1000 goldener Schädel rum. Bei ihm könnt ihr die kaufen. Skurlocks lange Neuner haben einfach eine massive Reichweite. Wie gesagt, ich finde immer noch der Sniper schlechthin. Auch wenn man da eine Ballista hinpacken könnte, ich mag die Skurlocks langen Neuner dort einfach lieber. Besonders mit ihrem Segelschaden sind die sehr, sehr geil. So, gehen wir rüber. Backbord, Steuerbord haben wir identisch. Und zwar die Zamzama 3, die halt dafür sorgt, dass wir ja
sehr oft Mannschaftsangriffe durchführen können, dass wir sehr oft Schiffe entern können und dann wieder geheilt werden. Da kommen wir gleich beim Zubehör dazu, bei der Ausstattung. Wie gesagt, andere Seite auch Zamzama 3. Dann Achtern habe ich mich entschieden für die Dardanellen-Artillerie. Hatte ich auch erst Göllox lange 9er drauf, weil die sind schon recht geil, auch wenn man halt wieder vor Schiffen wegfahren sollte. Aber da ich momentan viel auf Festungen gegangen bin und ja oft ja dann die Schiffe ja gehäuft angefahren kommen, so schön im Verbund, da ist es mit der Dardanellen-Artillerie einfach schön, die dann doch damit wegzupusten, zumal wenn man sich erstmal an die Art und Weise des Zielens gewöhnt hat. Ansonsten könnt ihr natürlich alternativ hier auch Skullox Lange 9er verwenden. Ich halte die Dardanellen hier für die bessere Variante. Wie gesagt, bekommt ihr dann natürlich für Sovereign hier auf dem Schwarzmarkt. Zusatzslot, weiterhin keine Frage, Leopold 3 ist das Beste, es sei denn, ihr wollt heilen, ne? Es sei denn, ihr seid Heiler, dann gibt es da überhaupt, es sei denn, ihr seid Heiler, sage ich gerade so, ich habe noch nie geheilt, ich muss gleich mal gucken, aber ich glaube, es gab da auch für den Zusatzslot einen Reparaturmörser. So, gucken wir gleich nochmal nach. Die Panzerung, auch hier die beste, die es gibt im Spiel, Schwarzer Prinz, ist einfach an jedem Schiff gut aufgehoben. Ganz genauso hier, auch hier wieder entweder Sovereign oder über Halsabschneider Schatzjagden das Ganze zu erhalten. Und dann kommen wir zur Ausstattung. Bei der Ausstattung haben wir am ersten Slot die Verwertungsstation, absolut wichtig. Auch für die Bark. Wie gesagt, wenn man dann doch viel, viel Schaden bekommt, ist es einfach schön, 8000 Rumpfzustand auf einen Schlag herzustellen mit einem Mannschaftsangriff. Das hilft einem wirklich massiv. Dann weiterhin La Potenz, auch neu mit Season 1 gekommen. Schaden gegen Schwachpunkte wird um 10% erhöht. Es ist einfach nice. Und zusätzlich halt haben wir die Schwachpunkte der Pestilenzflotte. Ist momentan praktisch. Dann habe ich hier mich für noch mehr Rüstung entschieden. Der doppelt beplankte Rumpf, ganz einfaches, billiges Rezept. Maximaler Rumpfzustand wird um 5% erhöht. Dann haben wir die Rumpfvorratskammer. Ausdauerwiederherstellung wird um 10% erhöht. Ich habe gesagt, ne, wir brauchen nicht mehr so viel Kokosnüsse zu futtern, denn ja, die Ausdauer wird doch relativ gut ja, vom Selbst regeneriert. Und dann haben wir hier mehr Reichweite für die Zamzamas. Die Zamzamas haben ja eine relativ geringe Reichweite und ja, man möchte sie so oft wie möglich nutzen, um einen Mannschaftsangriff zu provozieren, und ich finde es wirklich schön, hier dann mehr Reichweite zu haben. Ich habe mich hier wirklich für die mehr Reichweite entschieden und bin so mit dem Schiff wirklich sehr zufrieden. Wie gesagt, ich habe jetzt gerade auch ein paar Nachforschungen gemacht, da muss man dann doch relativ hohe Festungen angreifen. Und ja, statt nur Stufe 1 zu machen, wie es eigentlich notwendig ist, habe ich dann sogar Stufe 5 solo gemacht. Was das Schiff hier solo bietet, ist wirklich super Sahne. Der Damage stimmt, klar, es ist nicht so viel wie eine Brigantine, aber es ist massive DPS, die hier rauskommen. Das Ding macht Spaß und vor allem beim Achterstücke einsammeln ist es schön, mit einem kleineren Schiff unterwegs zu sein, was besser durch die kleinen Flüsse hindurch passt. Ja, beim Achterstücke einsammeln haben wir ja öfter das, dass wir halt nicht auf großer, offener See unterwegs sind, sondern ja, unterwegs, ja, auf diesen kleineren Pfaden. Und da ist die Bark halt auch wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Muss man definitiv, habe ich jetzt gerade hier gejoint? Ich wollte gar nicht daran teilnehmen. Ach ja, die Ereignisse, die feindlichen Übernahmen. Es ist immer wieder schön, wenn man lange in einem Menü war, wie sie weiterhin alle reintrudeln hier. Ich wollte doch eigentlich, wollte ich hier rauszoomen aus der Map und wollte einfach nur sagen, wie gesagt, beim Achterstücke einsammeln, was ich jetzt gleich vor mir habe, mal wieder, dann ist es ja so, dass man sehr oft hier durchkutscht, ne, hier durchkutscht oder hier oben durchkutscht oder hier unten. Und das ist halt einfach mit der Bark ja noch ein kleines bisschen schöner als mit der Brigantine. Man ist einfach flott unterwegs und kommt dort ganz gut durch, ohne gleich wieder zig Schiffe wegzurammen. Das ist mein Barkbild. Ich finde es wirklich absolut gelungen. Ich bin da super zufrieden mit. Ich war ganz überrascht, was die kleine Bark drauf hat. Es ist eine ganze Menge. Und ja, das war's von mir. Gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare, würde ich mich sehr darüber freuen. Und natürlich auch andere Vorschläge, wie ihr eure Bark gebaut habt, wo ihr sagt, hey nee, das ist cooler, dann kann man ja da immer noch drauf schauen. Ich ja, wünsche euch mit der Bark viel Spaß. Ich sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming, euer Goodie.